Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wieso ist hier hinten eigentlich ein Netz? Und wieso fliegen meine Schulterpanzer? Und habe ich ein Schwert? Nein, Bogen. Dachte schon. Ja, ist es dort eine Stadt? Welche Stadt? Das ist schon das Anfangsdörfchen, aber... Naja. Ja, wir wollen mal ein bisschen vorwärts kommen, holen den Boost vom Tage. Es ist früh morgens übrigens, es ist wahrscheinlich nichts los. Das können wir aber ausnutzen, indem wir einfach ein bisschen herumlaufen. Wieso bin ich draußen? Wieso bin ich draußen? Ich habe mich extra beim Levelgebiet ausgelobt. Die wollen, dass ich nicht level. Na gut. Gehen wir wieder rein. Und bemerken, dass ein paar noch wach sind. Na gut. Machen wir Schnippschnapp. Hey. Langsam nervt's. Also, ich habe ein paar Sachen noch gekauft. Ich habe irgendwie einen Schulterpanzer gefunden. Nein, eine Armschiene, die recht gut war. Aber nur weiß. Nichts Besonderes. Kann ich euch kurz zeigen nachher. Ja, was ist das jetzt? Zum Beispiel ein Level 40er Bogen, also noch ein Level. Und ein Elfenpfeil auch 40. Was sind jetzt diese blöden Wölfe? Granaten sammeln ich mal zum Reichsquest machen. Und Magnanitstücke habe ich. Ah, 89. Wer levelt hier? Na, Farinjat. Gut. Ist klar, dass immer genau, wenn ich den Bonus habe, jemand leveln muss. Sonst levelt niemand. Hier ist doch schön, oder? Gut. Ja, wo haben wir jetzt den... Ist ja das gewesen? Ja, ja. Also doch ein Schulterpanzer. Ja, ist halt alles ein bisschen niedrig noch. Weil ich so schlechte Sachen habe, nichts finde. Also, die haben gesagt, sie wollen das Level schneller machen. Von 1 bis 60 haben es dann paar... 100 Monate später endlich gemacht, aber scheinbar ohne Auswirkungen, also man merkt nichts davon. Und ja, die Drop-Chancen haben sie wahrscheinlich ganz weggenommen, dass man gar nichts mehr droppt. Na gut, Challenge. Eine gute Challenge, oder? Ja. Auf jeden Fall habe ich irgendwie Sehnsucht nach dem Barbaren. Ich will am liebsten einen Barbaren wieder haben. Gib mir meinen Barbaren zurück. Nein, das ist so unfair irgendwie. Bist du ja immer von den Barbaren und den Schützen gefokust? Ne, lieber nicht. Da musst du einfach Level 60 sein und Top-Equip haben. Sonst kommst du nicht in die Wildnis.
Hallo, was ist denn los, liebes Spiel? Wenn ein kleiner Hügel da ist, kann man einfach nicht schießen. Schieß doch drüber, blödes Häschen. Ja, ich bin ein bisschen unter Wut. Auch weil es 5000 Jäger jetzt gibt, die die ganze Zeit irgendwo zwischen dem Bind und einem Fort sind, dass ich die ganze Zeit angegriffen werde. Aber kurioserweise können die nur zu zweit angreifen. Zwei Jäger behaken mich mit Stunts. Dauerstunts. Dabei einer, der schwer hatte. Der könnte mich doch alleine angreifen und der unmöglich hatte, könnte den anderen unterstützen oder sonst nichts machen. Aber nein, müssen beide draufhauen. Zuerst zweimal einführen und dann zweimal verstrickter Pfeil einsetzen. Ich weiß nicht genau, was der genau macht, aber verlangsamen vor allem. Und ja, du denkst dir wirklich, oh mein Gott, die Leute, die spielen etwas schlechter. Die müssen da mal, ja, ganz unfair sein, oder? Ja, das ist, ja, so etwas, was ich noch erzählen wollte. Es gibt drei Reiche. Ja, Sirtis ist momentan, ja. Ignis und Sirtis sind momentan am besten. Es gibt drei Reiche. Die Schweiz wurde von drei Kantonen gegründet. Uri, Schwyz und Unterwalden. Und, okay, Schwyz ist rot, Unterwalden ist gelb. Und, also Uri ist gelb und Unterwalden ist auch rot. Ne, das passt jetzt nicht so. Aber irgendwie passt es mega. Weil alles sieht nach Schweiz aus, also ja, vielleicht die Wüste nicht so, aber. Das Matterhorn, da hinten, das Matterhorn. Die Jungfrau. Der Mönch. Na gut, also ich habe genug vom Leveln. Ich möchte mit euch ein bisschen auf die Reise gehen. Ich möchte zuerst zu diesem Händler dort unten. Dafür müssen wir, ja, wir könnten irgendwo hier durch eine Klappe gehen. So eine, wie sagt man dem, Falltüre. Sonst gehen wir halt wieder zurück und gehen durch das Tor, aber es müsste hier irgendwo sein. Da oben, ungefähr hier, gibt es ein Portal, das führt euch da oben rechts hin, da vor dem Ding. Da bin ich durchgegangen, hab einen Schützen oder einen Jäger gesehen und hab ihn gleich getötet. Er hatte so wenig Leben. Ja, habe ich gleich 5 Königreichspunkte bekommen. Wie nett. Da bin ich auch mal unfair zu Jäger, oder? Ich bedanke mich. Ich weiß nicht, diese Klasse ist nur dazu da, zum Nerven. Es kann doch nicht sein, dass die sich die ganze Zeit unsichtbar machen können. Auch nicht hörbar. Wenn sie hinter einem Stein oder so kurz unsichtbar machen können, um taktisch zurückzuziehen oder so. Würde ich behalten. Also das würde ich ja denken, aber die ganze Zeit. Und dann kommen sie, um Leveler zu töten. Oder einfach Leute, die einfach gerade nichts machen. Die können nicht normale Leute töten. Mann, oh, ich habe keine Fallklappe hier. Müssen wir drüber hüpfen? Haben wir die übersehen oder war die gar nicht so weit hinten, sondern weiter oben? Aber man kann nicht drüber hüpfen. Ja, stimmt. Geht hier nicht. So. Großer Saurier. Ja, ein ganz großer Saurier. Komm jetzt. Gut. Jupp. Jetzt werde ich sicher von einem Jäger entdeckt. Die können mich, glaube ich, auch aufspüren, ja.
Aber wenn ich jetzt einen Jäger nehme, dann wird das Let's Play extrem langweilig, weil die ja keinen Schaden machen. So, ich muss sie nehmen. 36er. Sind aber schlechter. 39er Strömungspfeile habe ich, glaube ich. Wieso verkauft er gleiche Sachen? Ja. Wieso verkauft er gleiche Sachen oder noch Schwäche? Verstehe ich nicht. Und dann immer Jägersachen und dritte Sachen. Hab ich keinen Bock mehr. Ja, was sollen wir machen? Jetzt gehen wir mal zu Trelle. Gehen wir mal zu Trelle. Ich war schon lange nicht mehr da. Was? Hero von Niklas. Gut. Verstehe. Du wolltest es Sir Niklas heißen. Du heißt Niklas, aber bist kein Sir. Ach, verstehe. Ja, jetzt müssen wir dort hinten bei den Geistern durch. Ja, ein alter Werwolf. Voll das alte Getier. Na, was seid ihr, Jäger, hä? Ja, jetzt muss das Viech mich angreifen. Ach man, Entwickler, bitte, bitte, verschob mich. Wie entwickelt man Games? Also nicht so. Sagen wir mal Hallo. Das ist viel besser hier. Bei Ackersburg kann man gar nicht mal drüber richtig schießen. Das ist ja mega gut hier. Ja. Also. Ich kann mal, wenn richtig viel los ist, ich weiß nur nicht die Zeit genau, wann am meisten los ist, weil am Abend ist nie was los. Ja, genau, 100.000. Aber schöne Texturen, hä? Das gefällt mir. Das Flocken. Oh, schaut mal das an. Was haben die da unten gebaut? Ja. Gut. Oh, ich habe keinen Fallschaden bekommen von diesem Meter. Sonst bekommt man nach einem Meter schon Fallschaden. Dann gehen wir hinten durch. Vulkan habe ich ja schon gezeigt. Aua. Habe ich eins auf die Fresse bekommen. Gehen wir. Ja, nein, hinten, ja, hinten durch. Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Weil dort hinten im Jäger ist. Na gut. Ah, jetzt dachte ich schon, was das ist. Eine Belagerungsmaschine, aber das ist nur ein Schild. Oh, komm wieder. Komm, wir gehen nach Ignis noch. Zuerst ins Imperia Castle. Oh Gott. Großer Glyph erschrickt mich nicht. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Paranoia. Jetzt. An diesem Moment, sonst nie im Leben. Aber genau an diesem Moment. Was Figi Landgeist. Aha. Okay. Ein verletzter Wolf. Wieso ist er verletzt? Wieso bleibt er verletzt? Ah, er heilt sich.
Nun gut. Es passiert mir schon nichts. Aha. Großer Dackel fangt an für... Riesiges Frettchen. Die könnte ich bald töten hier. Aber dann werde ich immer von Jäger überrascht, das geht nicht. Also schon mal wieder wegplanen. Ich habe genug Gegner, die noch orange sind. Ja, nochmal so ein Matterhorn. Gut. Ich fühle mich einheimisch. Oh, bestialische Yeti. Also wenn das nicht ein Schweizer Gebäude ist. Eindeutig. Außer die Giebel. Die Giebel sind ein bisschen zu aufwendig für Schweiz. Nein. Nein, die Schweizer Gebäude sind sehr aufwendig. Aber ja, der Schnee wird alles kaputt machen. Ein Schatz. Mein Schatz. Toll. Wirklich toll. Ja. Gut. Okay. Wir sind wieder vollzählig mit dem Fort. Wir haben unsere Stellungen wieder. Da oben kann man sicher irgendwo runter. Was ist denn das? Sieht nicht noch einen Busch aus. Boah, gigantisch. Bestialischer jetzt. Aber sie sind manchmal recht komisch benannt, die neuen Mobs. Wenn sie überhaupt neu sind. Gut. Komm, ist sicher nochmal seines auf die Fresse über? Nicht? Also, kurz schauen. Blau. Hallo? Wie entdeckt man keine anderen Mitspieler, indem man einfach mal früh morgens hier ein bisschen herumläuft, oder? Gut, dann gehen wir dann noch Ikis. Zuerst möchte ich noch kurz an den Strand schauen, was dort für neue Mobs gibt. Als ich Ige war, kam da ganze Zeit alles und hab mich gejagt. Ich hab aber mit dem Barbar recht schnell abhauen können. Zum guten Glück noch. Ist gut zu leveln hier. Aber wahrscheinlich nicht mehr. Das wird wahrscheinlich mein einziges Mal hier hinten sein. Wo sind eigentlich meine Bodyguards? Ich werde immer gefokust, die wissen, dass ich ein Let's Player bin. Eine Frechheit. Ich brauche Bodyguards, aber dringend. Dann habt ihr jeden Tag 30 Minuten, die ihr aufwenden müsst. Natürlich immer abends, den nehme ich auf. Also jetzt morgens muss ich einen Tag nicht aufnehmen direkt. Oh, cool. Und dann kommt ihr zum Beispiel um 7 Uhr rein und läuft einfach mir hinterher und macht nichts außer mich bewachen. Bis jemand kommt und dann macht ihr haha, Hackfleisch. Aber nicht mit Level 1 bitte kommen. Also höher als ich müsst ihr sein. So.
Ist aber nett hier, hä? Aber, wieso sind die alle unmöglich? Ich möchte ein bisschen leveln hier. Ist schon klar, dass es hier Hohe hat, aber Orange hat sie auch. Ja. Was können wir die 10 Minuten noch machen? Ich töte mich kurz. Nein. Ich will nicht noch mehr haben. Ah, ich habe keine. Keine mehr. Ja, wir haben ein paar Gegner getötet. Gut. Ich habe mich mehrmals selber umgebracht, weil ich Jäger nicht wollte. beschenken mit Königreichspunkten. Aber ich bin ein Tester. Ich teste halt manchmal Sachen. Dann schenke ich so viel. Gut. Oh, scheiße. Ich rutsche ab. Nein. Mann, wieso bin ich gestorben? Das ist nicht fair. Weil ich mich umgebracht habe. Ja, Grüße. Jede Alse hat rote Haare. Also jede Frau in Alsius hat rote Haare. Darum ist Igni so gut. Die 100 Paar. Oh, Samalfort. Gehen wir zum Samalfort. Ja, aber zuerst an den Strand. Da gehen wir. Nein, ich nehme nicht mehr auf. Ich nehme doch nicht mehr auf. Da habe ich 3 Parts vielleicht. Nein, das geht mal gar nicht. Es wird schon wieder angegriffen. Pech. Bye bye. Also. Ich könnte abends nochmal warten, bis irgendwo ein ausländisches Fort, außerreichisches Fort, unser gehört, gehe ich dorthin und bewache es. Sicher mit Erfolg und nehme es auf. Schnell rüber links, komm. Schnell. Schneller. Gut, das haben wir überlebt. Oh. Zyklopenkriegermeister. Bestialischer Panther. Ja, die kommen mir bekannt vor. Aber die war nicht hier, oder? Ich brauche eine ich brauche eine helfernde Community. Momentan schauen alle und sagen so, ja, du hast mich getötet, gut. Oder, ja, schönes Video. Aber es wäre richtig cool, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet. Ich bin hier ein bisschen nicht mehr so allwissend. Ich habe eine mehr als einjährige Pause gemacht, weil ich kein Internet richtiges hatte. Ja, und einfach weggerissen. Das Internet ist schuld, versteht ihr? Was ist denn? Gut, wir sind hier. Aber hier ist alles rot jetzt. Das waren Level 30 Gegner oder so. So 35 waren die. Ah. Alles weg. Die haben alles vernichtet. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich rein kann, ohne NPCs zu treffen. Ich möchte gerne nach Samal. Ja, dann gehe ich außen rum, hä? Also am Fluss. Oder klar ein paar Steinchen. Hä?
Oh, Magnetstück. Ah, fein. Ich werde in ein paar Sekunden tot sein. Das ist sowas von klar. Gut, der Part ist 5 Minuten vorüber. Ah. Na schön. Wie kann man Spiele entdecken, ohne dass sie mich entdecken? Es sind ja immer Jäger dabei. Es spielen alle Jäger irgendwie. Weil sie so unfair sein wollen wie möglich. Oder Barbaren. Schade, dass man eigene Spielergruppen nicht sieht. Das würde auch gut machen. Aber dann würde alles wieder ein bisschen zu sehr Spoiler sein für die Gegner. Also es gibt ja viele Spieler, die spoilern irgendwie nur in anderen Reichen. Das ist auch nicht gut. Das Ganze ist halt einfach zu wenig mit Fleiß, also mit, es ist, ja, man muss mehr mit Fleiß machen können, nicht mit, ja toll, ich habe, die folgen mich jetzt, nein, nein, gut, dankeschön, ich bin weg, also, ja, was machen wir, uns versenken. Na gut. Ja, aber versenken. Danke. Erzwungener Abstieg, weil ich ins Wasser reingeschwommen bin. Gut, okay. So, jetzt sattel ich den Drachen und greife Ignis an. Und für euch, ja, noch viel Spaß mit anderen Videos und alles Mögliche. Und ja, Regnum hat auch Spaß, wenn ihr es schafft, Spaß zu haben. Und ja, bis zum nächsten Mal oder ja, irgendwas. Tschüss. Das ist sicher wieder ein Spiel. Ein Zuschauer. Ein Spiel ist es schon, ja. Das ist 100% ein Spiel. Ich werde dich anzeigen. Und jetzt werde ich dich... Nein, küssen werde ich dich. Gut, da hast du noch einen Klatsch-Klatsch. Yay! Yeah. Also, auf Wiedersehen. So, noch kurz einen Zusatz für die Leute, die noch ein bisschen mehr schauen wollen. Ja, dieser Bolt-Tor tut mir noch ein bisschen beim Leveln helfen. Und, ja, ist wahrscheinlich Level 60. Oder bald. Und hilft mir da recht viel. Also, ich bekomme zwar nur Hälfte von den AP über, oder XP. Und dafür geht alles viel schneller und die Quest ist auch bald viel schneller, vorüber. Ist nochmal so ein Werwolf, ja, der greift natürlich auch an. Ach, Agro-Monster sind nervig. Das sind ganz viele Wölfe. Ja. Ihr seid überlastet. Ja, weil ich nochmals einen Feuerstab habe. Sollte ich vielleicht abladen, hä? Oh nein, nicht den Anfang, nicht den Anfang, nicht den Anfang. Mann, der schießt immer sofort. Soll ich einfach wegschmeißen? Die sind alle so hochlevelig, die werde ich verkaufen.
Dann bin ich halt ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, wie viel man langsamer wird. Ich denke 25%. Ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Helfen. Und ich werde es nochmals in die Kommentare schreiben, wer also mir auch ein bisschen irgendwie helfen könnte, auf egal welche Art. Aber natürlich Bodyguard oder Healer ist am wichtigsten. Ja, soll ich sich mal melden. Und aber ich würde vielleicht eventuell jemanden bevorzugen, wenn es zu viel wird. Also auf jeden Fall die, die ich am meisten mag, die natürlich am nettesten sind. Und dann erst die, die am besten helfen können. Und bei Grizzly töten ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, der will wahrscheinlich nicht in der Party, wäre vielleicht besser. Oder zwar. Nein, es ist nicht besser. Weil, er braucht sie nicht. Wir würden das aufteilen. Ist der andere eigentlich weg? Hier haben nicht mehr Leben, sieht so aus. Oder sie, es war eine leichte sie. Eine leicht bekleidete sie. Aber jetzt, ja, ist genug mit dem Aufnehmen. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dragon.